Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 363 von dem Simotrans-Spiel mit dem German Pack 128. Ne? Letztes Mal hatten wir hier das Problem mit dem Zug. Da hatten wir falsche Anhänger dran. Das haben wir geändert. Hier sind jetzt auch schon 530 Tonnen Paletten Stückgut drin. Das passt also alles. Diese Lieferung muss jetzt irgendwo von hier kommen. Warte, wo ist die Mühle? Da ist eine Mühle. Nee, aber die Mühle ist es ja nicht, weil da muss ja landwirtschaftliche Güter angeliefert werden, die von hier kommen. Der hat 576 geladen. Okay, das dauert noch. Die LKWs fahren hier. Aber da stehen auch schon welche. Okay, habt ihr hier nichts produziert? Doch, der produziert. Warum wird der nicht geladen? Okay, keine Ahnung. Das kann ja nur sein, dass da der Abnehmer nicht da ist. Dann lass uns mal gerade, die Mühlen sind ja der Abnehmer von dem Getreide. Sind die voll? Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, das sieht so aus, dass die voll sind. Dann lass uns die zweite Mühle gerade noch gucken. Da ist sie. Die ist jetzt hier. Achso, wir sollten vielleicht mal das Intro machen und dann können wir hier weiter gucken, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, also hier sind die Mühlen, 974, 1177. Die LKWs fuhren ja gerade eben noch nicht. Dann gehen wir mal schnell da wieder hin. Die müssten ja dann wieder laufen, wenn die Werte hier unter diese 820 gekommen sind, oder? Gucken wir mal, wo sie sind. Hier sind sie. 961 oder 1166. Wahrscheinlich hier dann als nächstes. Machen wir gerade schneller. 820. 840. So, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 und jetzt müssen die LKWs wieder fahren, beziehungsweise vielleicht bei 19. Jupp, so sieht's aus. Alles klar, das heißt, dieser Wert, da muss unterschritten werden, damit dann wieder gefahren wird. Okay, dann ist das geklärt, dann sollte das auch funktionieren. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ne? Lass mal gerade noch mal schneller laufen. Okay, wie viel ist denn jetzt hier drin? 900 von 1000. Ah, das ist nicht mehr lange, dann ist das voll. Da kommen auch schon wieder welche angerollt. So, der fährt jetzt. Den verfolgen wir mal gerade. Müsste was hier lassen. Macht er auch, sehr gut. Und der fährt auch noch dahin und lässt den Rest auch da raus. Gut, dann passt das mit dem. Wie viel hat er denn jetzt hier? 1000. Ja, da fehlen uns 61 noch, ne? Den brauchen wir nicht mehr. Müssen wir jetzt hier gucken. Und er produziert hier wie viel? Er produziert noch. Sollen wir mal schneller laufen, dass der Zug voll wird. 60, 70, 71. Jetzt fährt der auch. Mühle kann uns also egal sein. Fahren jetzt gerade hier mit. Der entlädt jetzt da und dann fahren die LKWs. Genau so ist es. So, wenn die LKWs fahren, bedeutet das, die Bäckerei da oben, die kriegt auf jeden Fall jetzt Mehl. Und wenn sie Mehl kriegt, dann kann sie Backwaren produzieren. Wenn sie natürlich Zucker, Eier und Molkereiprodukte auch noch kriegt. Das ist jetzt sozusagen das Nächste, was wir machen müssen, ne? Zuckerfabrik, Geflügelmühle. Hier ist noch eine Zuckerfabrik. Oh, drei Zuckerfabriken haben wir hier. Waldeck ist eine. Das ist ja schon mal cool. Das ist ja nicht weit weg, ne? Oh, hier wird sich wahrscheinlich eine Brücke anbieten dann. Ja, das würden wir mal, denke ich, mal in Angriff nehmen, oder? Hier ist eine Zuckerfabrik. Aber die Zuckerfabrik muss ja erstmal Zucker kriegen, ne? Hat die ja auch keinen, ne? Zuckerrübenbauer. Wo ist der denn? Zuckerrübenbauer. Steht hier irgendwo ein Name? Nee, ne? Ein Ort? Ne. Oh, der ist auch hier bei Floto. Ey, das ist ja cool. Ja, das bedeutet, wir machen jetzt erstmal hier einen Hof hin. Das können wir alles zumachen erstmal. Straße gebaut. Ne, hier machen wir die 100er.
einfach hier hin und den dahin. Passt. So, und dann gehen wir hier hinten hin zu der Zuckerrübenfabrik, die hier ist. Wir bauen auf jeden Fall hier eine Brücke rüber, ne? 100. Stadtbrücke reicht. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was aufschütten, glaube ich. Und das. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob die Brücke jetzt klappt. Stadtbrücke. Ja, klappt. Die Straße hier verbunden. Und hier wird abgeliefert und geholt. Nein, das war verkehrt, glaube ich. Das ist auch verkehrt. Ist schon besser so zu machen, glaube ich. Den Zipfel, ach, können wir da lassen, ist egal. Mach mal hier jetzt so eine Haltebucht hin. 3 machen wir mal. Dann brauchen wir hier ein Schild auch. Passt dann. So, Auswahlmenü ist da. Wir müssen in Floto das hier haben. Wir müssen hier mal unten gehen, nach den Zuckerrüben gucken. Der war für 12 Cent, der war für 11 Cent. Haben wir schon. Der dahinter. Fahrplan, neue Linie. So, wir sind die Zuckerrüben. Hier. Da 100% laden, ne? Ja. Und dann zur Zuckerrübenfabrik, die hier oben ist. Dahin. Und LKW Zucker Rüben nach Waldeck. Passt. Können wir das Enter annehmen? Ja, können wir. Gut, passt. Ich schätze mal, das reicht so. So, dann sollten die da auch hinfahren und den Zucker, ne, die Zuckerrüben dahin liefern. Die fahren da schon mal los. Einer ist jetzt, glaube ich, hier gerade. Na, habe ich nicht erwischt. Da ist ein Zuckerrüben-LKW. Dann behalten wir den im Auge. So, danach geht der Zucker dann von hier zur Bäckerei. Ne? Das heißt, wir brauchen hier wieder nächsten Wagen, den für Zucker, dann brauchen wir den Anhänger oder den. Dann brauchen wir hier einen neuen Fahrplan, und zwar müssen wir dann von hier nach dahin. Das Ganze hier mit 100% und dann da anliefern. Das ist dann der LKW für Zucker, Waldeck, Floto. Schuss, passt, passt. Ist drin, kopieren wir zweimal, starten. Sollte laufen. So, Bäckerei hat dann Zucker und Mehl. Dann sind die Eier gefragt. Geflügelhof sollte Eier haben. Geflügelhof gibt es hier und ist in Nähe Floto. Sehr gut. Ziehen wir die Straße hier einfach geradeaus, ne? Ja.
So, dann machen wir da eine Bucht hin. Und das müsste jetzt einfach die Eier. Die haben noch hier Eier, ne? Ja, und die brauchen Tierfutter. Egal, wir machen jetzt erst den Eier-LKW. Den Eier-LKW. Den Eier-LKW. Ja, geht auch der da? Wahrscheinlich, ne? Stück gut. Kein Fahrplan vorhanden. Ne, wir brauchen einen neuen Fahrplan. Der geht von da nach da. Und das Ganze im ersten mit 100%. Und dann ist das hier LKW. Eier, Flo, To. Passt, glaube ich, ne? Und das Ganze machen wir hier mal zwei. Ich glaube, zweimal reicht, das ist kürzere Strecke insgesamt gesehen, ne? Passt. Startet, fährt er die Eier dahin. So, und dann haben wir hier noch Molkereiprodukte. Die kommt von der Molkerei, die hier in Lauter ist. Ja. Okay, das bedeutet, wir müssten dann von hier aus noch wieder was machen. Dann können wir da Straßen bauen. Weil das müssen wir ja hier irgendwo so managen. Jetzt mal so machen. So ist es abgedeckt. Ja, komm, machen wir Dreier hin. So, und dann müssen wir hoch wieder nach Floto zum Depot. Und da brauchen wir jetzt Molkereiprodukte. Da brauchen wir einen Kühlanhänger. Sieht aber so aus, dass der das dann auch ziehen kann mit dem Anhänger. Das passt so. Wir brauchen einen neuen Plan. Gehen hier nach Floto, ne, nach Lauter. Wo ist es jetzt? Hier unten, ne? Ja. Fahren dahin. Und dann zur Bäckerei, also wieder hoch. Noch hier hin. Und das erste muss 100% laden sein. Hier ist dann ein LKW. Molkerei. Produkte. Lauter. Floto. Schuss. Fertig. Ist eine lange Strecke, ne? Machen wir ganz viele drauf. So, das sollte auch funktionieren. Das war verkehrt. Ich will hier. Nee, ach, ich habe so offen hier. So, da ist noch nichts angekommen, weil Zucker. Obwohl die Zuckerrüben müssten ja eigentlich schon fahren, oder? Wo war das? Hier oben. Hier ist noch keine Zuckerrübe angekommen. Warum fahren die dann nicht rein? Warum stehen die davor? Warte auf freie Strecke. Shit. Da stehen schon drei hier drin. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Das heißt noch zwei Buchten da bitte hin. Damit auch angeliefert werden kann, ne? So, er fährt zum Glück da rein. Sollte aber jetzt klappen. Frosch im Hals. Und dann wird hier produziert, will ich hoffen, ne? Ja, der erste Zucker hier. Zuckerrüben sind da, Zucker wird produziert. So, erster LKW hat schon Ladung.
Und da fährt er auch schon. So, das heißt, die Bäckerei kriegt jetzt auch schon auf jeden Fall Zucker. Jetzt müssen wir nach den Eiern nochmal gucken. So, der Geflügelhof produziert natürlich noch nichts, weil er kein Tierfutter hat. Der ist hier. Nähe Sonderhausen. Ja, das bedeutet, wir müssten das jetzt hier verlängern, ne? Was ist das denn für ein Gebäude? Hinterhofwerkstatt, okay. Das bedeutet Straße 100 km/h hier runter. Und da einfach so hin, ne? Machen wir mal so. Eine Haltebucht hier hin. Passt. Die brauchen ja nichts, ne? Geflügelhofen macht einfach Tierfutter, ja. Die produzieren einfach hier Futter. Und wo war jetzt die Tierfutterproduktion? Die war da hinten. Sollte man jetzt hier anliefern? Dann mit dem Zug noch da hinten fahren? Wie weit ist denn das? Ja, das war jetzt auch mit der. Schwierig. Ganz schwierig. Sorry. Nee, wir müssen ja das Tierfutter von hier nach wo bringen? Zu der Eierbude. Die war hier. Also eigentlich doch hier anliefern, ne? Oder hier vielleicht? Hm, schwierig. Hier ist ja schon ein Gleis, ne? Vielleicht machen wir das hier so lang hin. Aber wir müssen auch anliefern, ne? Also, ne, ich glaube, wir fahren da einfach mit dem LKW erst noch rum. Anders geht das nicht. Dafür müssen wir aber da hinten ausbauen. Die brauchten Tierfutter, ne? Ne, die brauchen wir Zuckerrüben ist hier, ne? Das ist falsch. Hier. Hier stehen sie schon. Das bedeutet auch hier brauchen wir ein Schild, das dann da zum Beispiel steht. Und dann brauchen wir hier noch eine Straße, die so vor quer geht. Und Haltebuchten. Machen wir mal so, ne? Und dann brauchen wir hier fürs Tierfutter noch ein LKW oder mehrere auch. Das sind solche Anhänger. Okay, geht auch so einer. Ah, jetzt habe ich den falschen erwischt, aber ist auch egal. Fahrplan. Tierfutterfabrik. Sonderhausen hinter. Da. Nach. Wo war das jetzt? Hier. Der Obereintrag muss 100% haben. Die Linie kriegt einen neuen Namen. LKW. Tierfutter. Sonderhausen nach Floto. Schuss. Kann zu. Kopieren wir. Und fährt. So, damit ist das hier erledigt. Die kriegen Tierfutter. Wenn die Tierfutter kriegen, kriegen die auch Eier. Wenn die Eier kriegen, kriegen die Bäckerei kriegt dann auch Eier. Läuft erstmal, würde ich sagen. Ne? Jetzt ist hier die Tierfutter, die Bäckerei fehlt dann. Die Eier kommen an. Die Molkereiprodukte müssen wir jetzt noch mal gucken dann, ne? Was die Molkerei noch braucht. Die LKW stehen hier schon, blockieren natürlich auch die Bushaltestelle, wie wir gerade sehen. Hat ja auch wieder gut geklappt. Fehlte mir das Schild, ne?
Das hier. Ich hoffe, der fährt da jetzt rein. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den LKW mal gerade den Fahrplan. Sonst fährt er mal weg. Ich hoffe, die anderen fahren jetzt in die Haltebuchten rein. Sehr schön. So, die sind alle reingefahren. Allerdings sehe ich gerade schon, dass es nicht ganz klappt, weil der Bus kommt noch nicht zur Haltestelle. Das bedeutet, wir machen das hier, müssen das hier noch anders machen, ne? So, das machen wir dann so. Alle drei können da reinfahren und ich hoffe, die fahren da jetzt auch rein. Jetzt haben wir wieder das Elend damit, dass der es das nicht erkennt oder was? Warum mag dieses Spiel das nicht so, wie ich das mag? So, jetzt steht er da aber auch noch wieder und dieses Schild passt irgendwie nicht. Jetzt mache ich das so und reiße das andere ab. So ist gut, oder? Wegfahren. Passt, fährt er dahin. Fährt er weg, der andere fährt da rein, gut, passt. Ja, leider funktioniert das nicht hier. Nervig, ne? Jetzt muss er halt zur Bäckerei erst fahren und dann hier wieder zurück. Schade drum. Eine Haltebucht ist noch da, dann passt das. Und die brauchen noch eine Anlieferung wahrscheinlich, ne? Ja, die müssen ja Milch haben dann. Okay, ich denke mal, da machen wir hier aber erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, hier stecken sie schon fest. Alles klar, da müssen wir uns auch drum kümmern nächstes Mal, ne? Machen wir dann. Ciao.